Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Und dieses Mal bauen wir hier an unserem Haus weiter. Ja, aber bevor wir das machen, brauchen wir noch ein bisschen Glas. So, scheiß zu meinen Items weg. Und wartet mal, Sand haben wir noch. Und was ich jetzt mal machen werde, ich werde die zwei Spitzhacken austauschen, weil ich habe Angst, dass die dann kaputt geht. Und die will ich ehrlich gesagt noch reparieren. Ich weiß nicht, irgendwie beim neuen Enchanting Plus Mod, ich weiß nicht, ob es den überhaupt schon gibt für die 1.4.5, aber ich habe bei anderen Leuten schon gesehen, dass es auch noch zwei weitere Funktionen gibt, nämlich auch das Reparieren. Und das wäre richtig praktisch, wenn ich das machen könnte. Aber ja, ich schaue nochmal, ob es überhaupt den Mod schon für die 1.4.5 gibt. Wenn es den Mod schon gibt, dann lade ich ihn natürlich auch gleich drauf. Und wenn nicht, dann halt nicht. Das wäre dann halt ein bisschen schade. Dann muss die Spitzhacke derzeitig halt pausieren. Wow. So, ich gebe mal hier ein bisschen Sand rein. Sand rein. Kohle. Aha, gut so. Ich habe nochmal schnell geschaut, ob mein Handy auch stumm geschalten ist. Und das ist es auch. So, gibt's hier irgendwas Interessantes? Nee, leider nicht. Hier. Doch, ich habe sogar noch Glas. Jetzt ist halt nur die Frage. Mal. Sollen wir diese Glasblöcke oder die Glasscheiben benutzen? Ich glaube sogar, dass ich für das Projekt da drüben Glasscheiben benutze. Um mich halt ein bisschen jetzt von meinen sonstigen Bauwerken jo, abzugrenzen oder so. Wartet mal kurz. Ich habe mir heute sogar einen Zettel. Ja. Hierher gelegt und habe mir auch ein paar Themen rausgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Ich habe den jetzt auch gleich Themenzettel getauft. Da schreibe ich mir jetzt jeden Tag die Themen auf, die ich im Let's Play ja, besprechen werde oder was weiß ich, wie man dazu sagen möchte halt. Und ja, für heute, warte mal. Ja, so, ich habe letztes Mal über soziales Umfeld und so ein Blödsinn geredet und ich denke, da kann man das Ganze gut anknüpfen, nämlich Gewohnheiten. Gut, wie jeder weiß, ein Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Zum Beispiel, man steht um 7 auf, isst was oder geht duschen und bla bla bla. Also ein Mensch hat nicht nur seine Gewohnheiten, sondern auch seine Bedürfnisse. Aber wir gehen jetzt mal kurz auf die Gewohnheiten ein. Ja, zum Beispiel, stellt euch mal vor, ich weiß jetzt nicht was, aber stellt euch mal vor, ihr geht halt jetzt keine Ahnung. Ihr geht ja, sehr, sehr, sehr deutsch. Ihr geht jeden Tag von 18 bis 22 Uhr vorm PC und schaut euch halt Videos an oder seid auf Facebook oder was weiß ich. Und auf einmal habt ihr das nicht mehr. Auf einmal habt ihr kein Internet mehr oder was weiß ich. Wie würdet ihr eigentlich darauf reagieren? Ich glaube, im ersten Moment wird es euch richtig scheiße gehen und ihr wüsstet nicht, was ihr machen sollt. Das liegt einfach daran, dass ihr es gewohnt seid, ja, jeden Tag zum PC zu gehen und halt YouTube-Videos anzuschauen. Und ich finde das ehrlich gesagt erstaunlich, so wie sich angeblich die DNA verändern kann. Bei Adoptivkindern angeblich war das ja so. Finde ich es auch erstaunlich, dass ein Mensch so ein Gewohnheitstier eigentlich ist. Ich meine, einerseits ist es ja gut, wenn man sich an Sachen gewöhnt. Aber andererseits, manchmal ist es ja auch negativ. Zum Beispiel diese Scheiße, wenn man sich es angewöhnt, faul zu sein. Und ich glaube, jeder Mensch hat schon mal erlebt, einfach da zu sitzen und sich einfach, naja, nicht konzentrieren zu können. Zum Beispiel beim Lernen oder was weiß ich.
Und wenn man das halt öfter macht, gewöhnt man sich das an. Das ist halt richtig schwer, den Scheiß wieder loszukriegen. So, bespiele ich. Ja, spiele eher auf normal. Ich wollte nur sicher gehen. Oh, da fehlen uns noch zwei Sandstücke. Eins, zwei. Gut so. Hä? Hatte ich nicht doch gerade. Hä? What? Ah, da ist mein Stack. Alter Schwede. Ich denke es mir gerade. Der war auf einmal weg. Stirb. So, um jetzt wieder kurz darauf zurückzukommen. Und wie gesagt, ich finde es halt erstaunlich, dass es so ist. Aber es ist halt auch manchmal ziemlich nervig. Woran liegt das? Das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Ich wollte eigentlich recherchieren, hatte aber die Zeit dazu leider nicht. Vielleicht kann ich das in einem anderen Part mal nachträglich erzählen. Vielleicht in Folge 200. Nein, Spaß. Mal schauen, vielleicht sogar auch morgen, wenn ich die Zeit finde, um ja, zu recherchieren. Aber ja. Willst du mir sagen, das geht sich jetzt so nicht aus? Boah, bist du dreckig, du scheiß Minecraft. 7 fehlen uns noch. Das heißt, 26 Sanddinger brauchen wir noch. Ach, verpiss dich, du Hund. Ach so. Oh, geil, viel EP. Ah, es war klar, dass ich da jetzt runterfall. So, dann müssen wir da wieder rauf. Und irgendwas wollte ich jetzt vorher noch zu Gewohnheiten sagen. Das ist mir jetzt schon wieder entfallen. Gewohnheiten. Vielleicht fällt es mir nachher wieder ein. Ma, das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ehrlich. Das habe ich mir nicht auf den Themenzettel geschrieben. Das ist mir jetzt einfach so eingefallen. Egal. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Und ja, auf jeden Fall Gewohnheiten, das ist eigentlich schon richtig heftig. Mann, ich wiederhole mich die ganze Zeit. Wie gesagt. Ich recherchiere nochmal. Bis zum nächsten Mal, woran das liegen könnte. Aber ja. Deswegen lasst es nicht einmal dazu kommen, dass ihr euch es angewöhnt, faul zu werden. Und das finde ich halt richtig scheiße. Dass man, ich weiß nicht, das ist einfach so schlimm, dass man eigentlich so schnell rückfällig werden kann. Also richtig schnell. Damit meine ich faul, rauchen oder was weiß ich. Aber es extrem lange dauert, um es sich wieder abzugewöhnen. Und das ist eigentlich so behindert. Also richtig scheiße ist das. Ja, wie machen wir das am besten? Ich habe mir überlegt, daraus vielleicht einen Turm zu bauen. Einen richtig schönen Turm. Und da baue ich auch gleich mal weiter. Die Treppe werde ich am Anfang. Wie mache ich die Treppe? Ich habe mir überlegt, die Treppe vielleicht mit diesen Stone Slabs zu machen. Die dann hier so raufführen. Aber ja. Mehr brauche ich dabei noch nicht. Als erstes sollte ich mal schauen, dass ich hier raufkomme. So, das ist mal gut. Und letztes Mal habe ich ja auch ein bisschen über Fernsehen, YouTube und woran das liegen könnte erzählt. Ein Freund von mir hat halt darauf gemeint, ja, es gibt die Sendungen ja noch auf Viva. Und nur mit halt, aber bei Viva ist es so, dass man halt noch mehr Werbung oder noch mehr Müll sieht. Aber um ehrlich zu sein, finde ich, dass es bei Viva nicht dasselbe ist, wie es bei MTV war. Viva ist einfach, weiß nicht, scheiße. Ich mag Viva einfach nicht und deswegen habe ich dann einfach kein Viva mehr geschaut. Ich finde einfach, bei Viva, wenn man sich da mal die Sendungen so anschaut, was da öfters gibt. Ich meine, okay, es gibt noch Family Guy oder was weiß ich, was da noch gibt.
Aber irgendwie, das Ganze kann man sich jetzt auch zum Beispiel schon auf YouTube anschauen. Und dann schaue ich mir das halt auf YouTube an. Kein Bock mehr auf Fernsehen. Ja, so ist das nun mal. Lieber am Abbass am dran. Gut. Dann gehen wir hier rauf. Fenster kommen nachher rein. Ma. Aber ich finde es ehrlich gesagt schlimm. Jetzt gehen wir nämlich noch ein bisschen weiter zurück. Schlimm, dass sich die Generationen so verändern. Ich meine, es gibt in jedem Jahrhundert wirklich viele Veränderungen. Aber ich glaube, die schlimmste ist im 21. Jahrhundert passiert. Ich zum Beispiel merke es ja gerade selber. Ich habe ja noch eine kleinere Schwester. Ich bei Gott sei Dank ist sie nicht jetzt wirklich so, wie die meisten kleinen Kinder jetzt halt so drauf sind. Respektlos und behindert. Schwul und scheiße. Aber nichts gegen Schwule. Aber trotzdem, ich sehe es auch an ihr. Irgendwie, ich weiß nicht. Damals, ich meine, wir hatten zwar ein Gameboy und so. Und waren auch schon ein bisschen mehr von diesem Kasterl, aber wir haben Pokémon gespielt, wir sind rausgegangen, haben uns mit Freunden getroffen, haben mit denen Kämpfe gemacht. Zum Beispiel bei Nintendo Color hatten wir noch so ein LAN-Kabel, damit wir extra Kämpfe machen können. Haben gespielt. Pikachu, du bist dran. Kluak, du bist dran. Oh, das waren so geile Zeiten. Jetzt schaue ich so zu meiner Schwester rein. Nickelodeon, scheiße. Wo ist das Meer? Wo ist das Meer? Nein, oder noch besser. Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Da ist das Wasser. Du stehst drinnen. Du stehst drinnen. Wo ist das Wasser? Du stehst drinnen. Wo ist das Wasser? Du stehst drinnen. Genau richtig. Und das ist doch so behindert. Ich meine, das ist doch scheiße. Ich meine, what the fuck? Dann ehrlich, das ist doch übertrieben behindert. Das ist richtig, richtig schlimm und scheiße zugleich. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich finde es einfach nur heftig, dass zum Beispiel. Was könnte ich da. Welches Beispiel könnte ich da am besten bringen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es gibt einfach nicht mehr. Ich meine, es war auch früher so, ich bin. Wie ich 7 war, bin ich uroft zu meinem Cousin gefahren. Also richtig oft. Und wir sind dann immer rausgegangen in den Park und haben dann halt Pokémon gespielt, Fußball gespielt und so weiter. Und heutzutage, du siehst kaum Kinder mehr. Du siehst kaum Kinder mehr draußen, die spielen, die, weiß nicht, die Pokémon kämpfen. Okay, Pokémon ist jetzt vielleicht nicht mehr so toll wie früher, aber die, weiß nicht, irgendwas unternehmen. Heutzutage sind die auf Facebook schon 8. 9-jährige Kinder und posten extrem Scheiße. Zum Beispiel, wir wurden als Diva erzogen. Das ist doch abnormal. Was ist das für eine Scheiße? Da könnte ich schon wieder so richtig kotzen. Da kriege ich schon wieder so einen richtigen Brechreiz, Alter. Ehrlich. Ich dampf da schon wieder wie eine kochende Teekanne, Alter. Das ist doch übertrieben behindert. Ehrlich, ich finde es einfach, also dafür kann man einfach nicht die richtigen Wörter finden. Das ist einfach nur behindert. Einfach nur behindert. Ehrlich. Und ich meine, was haltet ihr eigentlich davon? Ich habe es zwar schon einmal drauf angesprochen und das Ganze, aber irgendwie das Thema beschäftigt mich die ganze Zeit und ich krieg jedes Mal das Kotzen Hals, Maul, scheiß Facebook. Wenn du mich noch einmal anschreibst, kriegst du eine Schelle. So, gut. Sand kommt da rein. Das brauch ich. Ach komm, der ganze Scheiß, der kommt da in die Alles-Truhe rein. So, dale. Gut, dann brauchen wir noch 15 Cobblestone-Stacks. Aber ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aber ja, ich weiß nicht.
Ich glaube, Albert Einstein hat es gesagt, wenn irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Satz geht, aber irgendwie mit Technologie und so, wenn die Technologie die Überhand übernimmt, dann gibt es nur noch dumme Menschen oder so, hat er gesagt. Und das stimmt wirklich. Man denkt kaum mehr selber. Ich meine, heutzutage, wenn du dich für ein Referat vorbereitest, dann gehst du zum Beispiel nicht mehr in deine Bibliothek und suchst dir extra die Bücher dafür raus, sondern du gehst auf Google und tippst ein, zum Beispiel, Arbeiter in Indien. So, hast du mal wieder 1 Million Seiten und dann informierst du dich drüber. Dann gibt es schon extra Referatseiten, wo Referate raufgeladen werden, die man sich dann auch nachher runterladen kann. Auch cool. Aber ja. Auf jeden Fall, ich meine, es ist ja wirklich nützlich und so. Das ist ja nicht abzustreiten, aber. What the fuck? Ich hab doch. Ach, dann habe ich halt nur 15 Kabelsteine. Scheiß drauf. Scheiß drauf, Alter. Wo war ich stehen geblieben? Ah, jetzt habe ich vergessen. Achso, ja, Google. Aber ja. Früher hatte man halt die Bücher und so weiter. Aber ich weiß nicht. Google, ich meine, Google ist wirklich nützlich. Und Google, das einzig Gute an Google eigentlich, ist die Suchmaschine. Was ist alles an Google Scheiße? Wir beginnen mal mit dem Übersetzer. Übersetzer ist der ärgste Müll auf Erden. Ich meine, so viel Geld, wie die besitzen. Ich meine, damit könnten die ja schon einen gescheiten Übersetzer hinbekommen. Aber nein, ich meine, wir Leute, die nicht bei Google arbeiten, wissen ja nicht, wie viel Arbeit es ist, sowas zu skripten. Ich meine, die haben so arschviel Geld. Natürlich kann es kompliziert sein. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Aber es wäre sicherlich. Ich meine, zum Beispiel, es gibt ja irgendwelche Seiten, irgendwelche No-Name-Seiten, die besser übersetzen können als Google. Also, mir können sie solche Geschichten nicht erzählen. Ja? Und auch seitdem, ich meine, das ist schon länger her, aber ich finde einfach, seitdem Google YouTube aufgekauft hat, das war schon vor 2 Jahren, oder ich glaube vor 2 Jahren, überhaupt seit diesem Zeitpunkt hat sich, ich meine, gut, die Sternchenbewertung war jetzt gerade nicht die beste. Da finde ich dieses Daumen rauf, Daumen runter, ehrlich gesagt sogar noch besser. Aber jetzt, dass man in den Kommentar das Profilbild sieht, wozu ist das? Wozu braucht man das? Ich meine, ist das eine Anpassung an Facebook oder what the fuck? Ich meine, manche sagen ja, ich weiß, warum YouTube das Design linksbündig gemacht hat. Man will sich da von anderen Seiten ab Grenzen. Aber warum machen sie dann eigentlich, warum kann man dann bei den Kommentaren die Profilbilder sehen? Warum? Nur so als Frage. Auf jeden Fall, man merkt einfach, wie sie unbedingt versuchen, irgendwie Google und Google Plus überall mit einzubeziehen. Also, wenn man sich anmeldet, du brauchst ein Google Plus Konto. Wenn man, keine Ahnung, wenn man, weiß ich nicht was, brauchst ein Google Plus Konto. Und man sieht's auch, das Design, wenn man sich das jetzt so anschaut, linksbündig, aha, woran erinnert mich das? Genau, an Google. Bei der Suchmaschine, es ist so, alles ist linksbündig. Man kann ja gerne mal den ganzen Scheiß eingeben. Natürlich, die Leute, die einen größeren Bildschirm haben, bei denen, die werden das ja sehen. Die werden das nachvollziehen können. Bei Leuten, die einen etwas kleineren Bildschirm haben, die haben das ja, die haben das Problem mit den linksbündigen Scheißdreck nicht so. Also bei meinem Laptop ist alles zentriert, das ist wunderbar. Aber ich meine, bei meinem Monitor, bei meinem 27 Zoll Monitor, da, naja, da ist rechts gar nichts, gar nichts. Und das kotzt nach einer Zeit schon ein bisschen an. Ich meine, ja, ich habe jetzt eh wieder das alte Design, ich sehe, was das so war, aber trotzdem. Aber ich finde einfach, man merkt einfach, wie Google YouTube an sich anpasst. Ich meine, alles ist weiß, bis auf das YouTube-Design. Bei Feiertagen, bei irgendwelchen Tagen, die vielleicht wichtig sind. YouTube
verändert auch sein Logo. Aha, wo kennt man das noch? Bei Google ist das ja auch so. Bei Google ist das genau dasselbe. Und ich meine, man merkt es einfach, wie sie versuchen, genau den Scheiß reinzudrücken. Und das finde ich ein bisschen armselig und auch unnötig auf der anderen Seite. Was soll man machen? Aber heute bin ich die ganze Zeit eigentlich vom eigentlichen Thema abgeschwiffen. Das Gewohnheiten und so. Das war eigentlich nur so ein Übergangsthema. Aber jetzt ist, finde ich, auch schon zu spät. Das mache ich, glaube ich, nächstes Mal. Ich wollte heute über Windows 8 reden, über ja, den neuen Scheißdreck. Ich meine, ich finde, also ich habe jetzt noch nicht so viel davon gesehen, aber die ersten Eindrücke, richtig scheiße, richtig scheiße. Ich meine, sie versuchen jetzt auch mit diesen Apps und so, sie sollen das doch Apple überlassen. Sie sollen den Scheiß doch Apple überlassen. Was interessiert sie mich? Und ich finde einfach, bei Windows ist einfach dieses Phänomen. Windows XP war gut, Vista war scheiße, 7 war gut, 8 ist scheiße. Also, das heißt, jedes zweite Windows ist Kacke. Eigentlich ist das übertrieben. Aber es ist ja so. Ja. Aber egal. So. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. Aber ich denke mal, ich beende die Folge für heute. Nächstes Mal mache ich nochmal. Ich erkundige mich heute wegen Gewohnheiten, woran es liegen könnte, bla bla bla. Schreibt mir dann wieder ein paar Themen auf. Und nächstes Mal rede ich noch mehr und gehe auch noch mehr auf Windows 8 ein. Wie gesagt, ich bin heute vollkommen an dem Thema vorbeigeschwiffen. Ich habe nochmal, wie gesagt, Facebook, YouTube und sowas aufgegriffen. Aber ja, wie gesagt, doppelt hält besser. Aber ich finde es einfach nur heftig. So, das Haus wird auch schon langsam. Ich finde, das schaut doch gar nicht so schlecht aus. Also es ist ja eigentlich dann kein Haus. Es wird. Ich habe mich dann doch umentschieden, daraus ein Hochhaus zu bauen. Könnte dann eigentlich gar nicht mal schlecht ausschauen. Hoffe ich zumindest. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Morgen geht's wie gewohnt weiter mit einer neuen Folge. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wünsche euch auch noch natürlich einen schönen Abend. Und man hört sich morgen wieder bei einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Bis dorthin, haut rein, Leute. Tschüssi.